Jo, tschüss. So oder so werde ich zu den Stallungen da unten hin, weil wie gesagt, da ist auch mein nächster Punkt, zu dem ich möchte. Wie gesagt, das sah verdächtig aus mit den Bäumen da rundherum und ganz Unrecht hatte ich ja schließlich nicht. Nur, dass ich vielleicht mit etwas besonderer gerechnet hätte und nicht mit einem Stall, aber ich meine, ich beschwere mich auch nicht über einen Stall. Ich meine, ich habe hier wieder einen schönen Hund, dem ich auch gleich mal was zu essen hinwerfe, weil ich bin so. Freue dich, Nomme, und zeig mir irgendwas oder so. Ja, guter Junge. Guter Junge. Freust du dich vielleicht über das Essen? Nee, bist du satt? Willst du nix? Ist dir jetzt ein Apfel zu blöd oder was? Hier, friss. So ist brav. So ist brav. Was ist mit dem Pilz? Der interessiert dich nicht, oder was? Junge! Hund, mit dir ist nicht viel los, huh? Na gut. Was ist denn hier los? Ich bin überzeugt, dass die Kolosswale durch eine Vulkaneruption ausgerottet wurden. Ich denke, dass die Kolosswale wegen Wassermangel aufgrund einer Dürre ausgestorben sind. Meiner Meinung nach wurde den Kolosswalen der Urzeit eine Eiszeit zum Verhängnis. Huch, oh, tut mir leid, dass wir dich nicht beachtet haben. Wir erörtern, warum die Kolosswale ausgestorben sind. Das ist die Frage, der wir auf den Grund gehen wollen. Was sind Kolosswale? Wenn es die drei Drachen sind, würde das ja irgendwie Sinn machen, weil Eiszeit, Vulkanausbruch und irgendwas anderes. Leider sind die Orte, an denen die Knochen der Kolosswale zu finden sein sollen, unerreichbar für uns. Deswegen können wir nur spekulieren, aber wir wissen zumindest ungefähr, wo die Knochen zu finden sein müssten. Und zwar nordöstlich von Eldin, Hebra im Nordwesten und Gerudo im Südwesten. Da war ich noch nirgends, oder? Hebra im Nordwesten, da war ich definitiv noch nicht. Alles gefährliche Orte. Du siehst aus wie jemand, für den Gefahr ein täglich Brot ist. Das stimmt irgendwie. Kannst du nicht für uns an diese drei Orte gehen und Bilder der Knochen der Kolosswale für uns anfertigen? Und besonders gern würde ich den Kopf sehen. Wenn der auf dem Bild ist, ist alles in Ordnung. Wenn du das schaffst, bekommst du 300 Rubine. Ja, mein Gott. Ich würde sowieso sehen wollen, von daher. Kolossale Knochen. Was zum Geier? Na gut, dass die Beschreibung dabei ist, damit der Punkt nur hierher zeigt. Stimmt, einen Schimmel sollte ich auch noch fangen. Ach, Gottes Willen. So viel zu tun!
Nordwesten und. Also, wo Gerudo ist, weiß ich. Wo Eldin ist, denke ich, weiß ich auch. Ja, Eldin müsste irgendwo hier oben sein. Irgendwo in dem Gebiet. Wahrscheinlich, wenn das hier irgendwo der Todesbla ist, der Todesberg, ist Eldin wahrscheinlich hier hinten. Die Gerudo-Wüste müsste hier unten sein. Entsprechend auch Gerudo. Und im Nordwesten ist dann wahrscheinlich hier. Weil ich meine, von hier nach Nordwesten ist nicht allzu viel Spielraum. Ich meine, ich bin ja. Der anderen Seite, ich wollte ja eigentlich noch da runter. Ich könnte von hier natürlich auch zuerst da oben hin und dann mich nach da unten hinarbeiten. Dann käme ich auch hier an einem der vier Titanen vorbei. Auf der anderen Seite ist das umgekehrt wahrscheinlich eine bessere Idee. Würde ich mal so schätzen. Aber ich merke es mir einfach mal mit einem Stern ganz da oben links. Ganz unten links. Und ganz oben rechts. Ich meine, ich werde mich wahrscheinlich zu gegebener Zeit dann fragen, warum zum Geier habe ich mir diese Markierung dahin gesetzt. Aber naja. Ich krieg das schon irgendwie nochmal raus. Hier liegt ein Eisenhammer rum. Könnte ich einfach mal meinen Eisenhammer austauschen. So, ist hier drin auch irgendwas los? Was ist mit dir? Oh, ich sehe, Sie haben in Ihrer Tasche einen Rüstungskäfer. Ich liebe Rüstungskäfer. Wären Sie gewillt, sich von ihm zu trennen? Natürlich nicht umsonst. Ich biete Ihnen ein Abwehrgemüseomelett an. Okay, gern. Abwehrgemüseomelett. Immerhin zwei Herzen und die Abwehr für 4,40 hoch. Das ist ja schön. So, was hast du denn sonst? Holzpfeile. Gut, Holzpfeile wären natürlich prinzipiell interessant. Würde mich 105 Rubine kosten. Dafür hätte ich 30 Holzpfeile mehr. Ich meine, an Geld mangelt es mir jetzt nun wirklich nicht. Warum habe ich gerade mit. Ich habe volle Kanne mit der Hälfte des Preises gerechnet, warum auch immer. Oh, ich bin so mathematisch begabt. Das klingt lecker. Reis, Wild und Steinsalz. Hätte ich dafür tatsächlich Platz? Natürlich nicht. Weil ich auch einfach hier die Schleichmedizin noch trinken könnte. Wie gesagt, braucht eh keiner. Ich würde nämlich gerne Reis, Wild und Steinsalz ausprobieren. Reis, Wild und Steinsalz. Kochen. Wildreis. Leicht geschmortes Wild auf Reis. Ein Klassiker. Cool. Also mit dir? Trotz der späten Stunde ist es eine Freude, dich zu sehen. Jeder Reisende weiß, dass dunkle Wege nachts gefährlich sind. Weiß jeder. Aber hinter dem Yuklano-Berg, nordöstlich von hier, liegen Ruinen, die sogar bei Tag in Dunkelheit gehüllt sind. Niemand ist von dort je zurückgekehrt. Um die solltest du einen Bogen machen. Gut, dass ich da schon war. Von mir aus kannst du auch gerne einfach hier bleiben. Aha, zu mir. Meine Dame, könnt ihr mir ein Bett leisten? Ich hätte nichts dagegen, wenn du mitkommst. Ja? Ne? Okay. Der Hund freut sich auf jeden Fall. Von daher. Nun gut. Könnte mein Pferd einfach mal wieder abgeben. Muss ja nicht mitten in der Wildnis rumstehen und auf mich warten.
So, danke und tschüss. Ich mach mich auf den Weg für darunter. Wie gesagt, ich muss mir merken, Markierungen zu löschen, wenn ich dort war. Oh, der Drache! Der fucking Drache! Entschuldigung, sag mal nicht, aber... Drache! Heilige Kanone! Hier fliegt der Drache rum! Kommt er zurück? Kommt er irgendwann zurück? Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte nicht bis morgens gewartet. Ich hätte ihn wahrscheinlich sehen können vorher. Und dann hätte ich ihn mit einem Bogen abschießen können. Schwarze Gegner, das ist unschön. Ist einer ganz in der Nähe. Stirb! Stirb! Keiner hat was gehört oder gesehen. Knochenbocklanze, die ist neu. Allerdings auch nicht besonders stark. Aber wie gesagt, sie ist neu. Deswegen möchten wir ein Bild von ihr machen. Das ist so geil. Nein! Ah gut, ich wollte gerade sagen, heil dich doch nicht. Nicht, dass die 12 AP irgendeinen Unterschied machen sollten, aber... Mein Ritterschwert ist zerbrochen. Dammit! Und es ist ein Schrein in der Nähe. Wo denkst du, willst du hin, ha? Huh? Genau, die Richtung ist schon besser. Sehe ich den Tempel vielleicht schon irgendwo? Da oben ist einer, aber den habe ich ja schon.
Problem ist halt, ich würde die gern erledigen, ohne dass mich jemand sieht oder hört. Und das wird schwierig mit Gegnern bei so viel HP und Waffen, die kaum Schaden machen. Deswegen überfallen wir ihn lieber mit einer starken Waffe. Davon hat nämlich jeder mehr. Echt schön, wie die alle so taub für sowas sind. Taub und blind für fallende Stahlkisten. Na komm, in der Zeit wäre ich auch um dich rumgelaufen, das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich ist der Schrein einfach direkt hier hinten dran und ich sehe es einfach nur nicht. So. So viel dazu, dann gucke ich mal, ob ich hier raufkomme. Von da oben sehe ich nämlich bestimmt. Okay, ich gucke erstmal, ob ich hier raufkomme, weil von da oben sehe ich nämlich bestimmt, wo dieser Schrein sein soll. Der muss ja hier in der Nähe sein. Aber stellt sich mir jetzt echt die Frage, wie komme ich denn da hoch? Kisten stapeln? Ernsthaft? Schätze mal, dass das hier nicht reicht. Oder doch? Nein! Es wird ja wohl reichen. Link! Danke. Und 5 Elektropfeile, das ist sehr praktisch. Und nicht nur das, sondern auch eine verrostete Hellebarde. Von der kann ich noch mal ein Bild machen. Die steht hier so schön. Und sieht deutlich besser aus als das linke Bild, weil da sieht man einfach gar nichts. Und ein silberner Rubin, cool. So. Nur die Frage, wo ist dieser Schrein? Oh, stimmt, dann kommt der Drache wieder. Das sind zwei Fragen, die ich habe. Darunter muss ich jetzt nicht unbedingt, aber. Kommt der Drache wieder? Bitte, bitte. Ich warte auch hier bis morgens. Habe ich überhaupt kein Problem mit, das glaubst du aber. Thank you.
glaube, ich weiß, wo der Schrein sein soll. Ich habe da so eine Ahnung. Ui! Das hätte unschön werden können. Nein! Nimm die Waffe! Himmels Willen, Link! Bist doch verrückt! Da oben ist ein Turm. Interessant. Es ist allerdings, glaube ich, deutlich, deutlich weiter weg, als es aussieht. Und hier ist ein Topaz. Na, das ist okay. So. Ich gehe mal davon aus, dass der Schrein da drin ist. Und da ich auch noch sehr viel Zeit habe bis zum nächsten Morgen, werde ich einfach mal hier reinklettern und den Schrein aktivieren. Hallo, Manora-Schrein. Oh yes, keine Prüfung. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Manora. Du hast die Prüfung bestanden. Sehr cool, vielen Dank. Was gibst du mir? Einen silbernen Rubin. Das ist vollkommen in Ordnung.